all Tag Stau. Und es geht all Tag schlimmer. 1 Million Fahrten den Tag. 220.000 Salarien, die zu Lützburg wohnen, 180.000 Frontalier und 100.000 Schüler sind Tag für Tag auf diese Straßen. Während Stunden sind aus Habdachsen all Mäuen und all Oven komplett zu. Das System ist nur um Kollaps. Am April 2018 hat die Regierung das Projekt von einem schnellen Tram gelöst, den Staat Esch und dann auch andere Plätze am Land mit der Stadt Lützburg soll verbannen. Mehr als Regierungspropos von einem schnellen Tram wirklich die Lösung für das Verkehrsproblem. Den Trasse vom sogenannten schnellen Tram verläuft aktuell über den großzölo privaten Terrain. Das Terrain müssen im Fall von einer Konstruktion für viel Geld kaufen. Ganz aufgesehen von den Negotiationen eine langwierige Prozedure mit Proprietären, die den Terrain nicht wollen verkaufen, an dem man das Projekt auf Jahre können blockieren. Durch diese langen Wartezeiten geraten Investitionen und schlussendlich auch Arbeitsplätze nach Gefahr. Den Tram geht durch Natura 2000 Naturschutzzonen sowie durch die Leitlinger Büschfuhren und weiter Hochspannungsleitungen geht die Natur verschandeln. Der Monorider geht, kann dann damit von den existenten Infrastrukturen implantiert gehen. Wie das die Straßen im Staat gehören, bräuchte ich kein teuer Terrain zu kaufen und noch keine langwierige Expropriationen umzugehen. Es gibt ihnen Zeit, Geld und viele Energiespuren, die dem Projekt geben, zugutekommen. Natur rundherum geht nicht durch die Installation beeinflusst gehen. Der Bau von den neuen Garen geht auf strategisch wichtige Plätze realisiert, die hier schon urbanisiert sind. Ganz aufgesehen von den anderen ökologischen Naturen. Wie das der Monorail elektrisch wird, geht es nicht zu einem CO2-Ausstoß und der Lärmpegel ist auch deutlich mehr niedrig wie beim klassischen Transportpublik, dem Bus, dem Tram, dem Metro oder dem Zug. Den Trasse vom schnellen Tram feiert durch verschiedene Zonen, an denen seit Jahren wichtige Infrastruktur steht oder am Gangen als gebaut zu gehen. Der Stadt Boykonen, die Changeuren Zeissinger Stebricken, Zonen industriell von Veits, Schöffling und Esch, ja sogar den Escher Kirfisch und Privatresidenzen leinen proposierten Trasse vom sogenannten schnellen Tram. Dabei kommen eine ganze Reihe Brücken und Unterführungen, die müsste gebaut gehen. Es gäben Dutzende neue Schanten abgemacht, die absolut zu evitieren wären, an denen die aktuellen Verkehrsprobleme an dieser Region während 20 Jahren Projektzeit nachgeben verschlimmern. Man Monorei kann den all das Problem evitieren. Durch die Installation an der Mitte von der Autobahn geht die Infrastruktur nirgendwo nicht an Mattleidenschaft gezogen. Viele Jahre von Monorei wären heiß genug für IVT-Changeuren zu kommen, sodass das Projekt sich komplett auf den Bau vom Trasse an der Mitte von der Piste limitieren. Es wäre möglich, für mal 2 Spuren lang der Chantier zu kommen, also den Verkehr nicht zu blockieren. Wenn das Pilier bis installiert sind, kann die Infrastruktur schnell ausgebaut gehen, komplett ohne den Trafik zu beeinflussen. Der Chantier geht mobil bleiben, Behinderungen vom Verkehr wird von kurzer Dauer und der Monorail kann noch deutlich mehr kurzer Bauzeit operativ sein. Der Projekt Schnellen Tram geht aktuell mit 20 bis 28 Millionen Euro pro Kilometer Trasse chiffriert. An diese Freien aus den teuren Kauf von den privaten Terrain sowie die Freie für mehr exzeptionelle Arbeiten, zum Beispiel den Bau von Brücken, nicht einmal mal angerechnet. Dabei könnte das Mise en Service von einem schnellen Tram frühestens für das Jahr 2035 envisagiert werden. Egal wie ein Tram gebaut wird, werden immer Schnittpunkte mit dem Auto und Bustrafik gehen. Es ist klar, dass auf diese Kreuzungen mit all weiteren Verkehrsteilnehmern auch das Risiko von Accidenten wird klammen. Der Bau von Monorail dagegen wird deutlich mehr komplex und durch seine spezielle Konstruktionsweise auch noch deutlich mehr sicher. Durch den Bau auf einem existenten Trasse können die viele Probleme vermeiden, viel Geld sparen und das Projekt in deutlich mehr kurzer Zeit realisieren. Der Monorail ist ein ökologisch sinnvolles Projekt mit einer großen ökonomischen Plus-Value. Der Monorail. Mehr einfach, mehr günstig, mehr effikant. Die sind der Meinung, dass ihn diese Alternativlösung soll analysieren. Das stimmt auf und hilft uns, ein Gehör zu verschaffen.